Mahlzeit, ihr Lieben. Grüßt euch. Es geht auf einen kleinen Overnighter. Ich nehme euch mit und ja, fahren wir los. Und ihr seid live dabei. So semi-live. Bis gleich. Ja, Rucksack ist geschultert. Es geht los Richtung Wald. Muss noch ein Stückchen laufen, aber ich gehe jetzt hier schon in den Wald rein. Da hinten ist noch eine Landstraße. Da muss ich mal schauen, dass ich da relativ ungestört bleibe in dem Bereich. Ach, guck mal. Hier ist sogar ein Lost Place. Das war so nicht geplant, aber interessant. Oh, krass. Ich bin jetzt hier vor so einer großen Anlage, die steht ziemlich weit im Wald drin. Was das ist, weiß ich nicht. Aber scheint auf jeden Fall ein bisschen was Größeres zu sein. Wenn ich die Chance habe, dann gehe ich da natürlich schon mal rein. Ne? Aber solch massive Türen und Tore. Das mal an. Boah. Das sind Bunkertüren, ey. Eieiei. Der wiegt so ein Torflügel, also ein Torflügel, der wiegt da bestimmt. 400-500 Kilo. Was das für eine Anlage ist oder was es damit auf sich hat, aber das sind Luftschutztüren. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas mit explosiven Gasen hier zu tun hat. Hier liegt noch ein Schild. Betreten verboten. Ja. Aber auch Zäune sind alle umgehauen hier. Kann man einfach so drauf auf dem Gelände. Also die Türen sind massiv. Sind keine normalen Stahltüren, das sind richtige Luftschutztüren schon. Hm, interessant. Gucken wir mal. Anlage. War sehr leicht hier drauf zu kommen, aber massiv diese Bauweise hier. So. Ich glaube, ich bleib hier. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Da geht's tief runter. Hallo. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich bleib hier. Hab schönen geraden Boden hier. Soll die Nacht auf jeden Fall nicht regnen. Und ich bin mitten im Wald. Was will ich mehr?
Das war ein Overnighter so ein bisschen der anderen Art. Ne? Das Lustige war, das habe ich echt nicht geplant. Ich bin hier hingefahren mit dem Gedanke so, ach guck mal, das Wäldchen kennst du noch nicht. Ich habe das des Öfteren mal so, dass ich mir so auf Google Maps eben halt die Sachen angucke und da habe ich nicht darauf geachtet, dass hier irgendein Bau ist, beziehungsweise wenn man jetzt darauf achtet und weiß, dass da was ist, dann sieht man es auf den Karten, aber ich habe einfach nur den Wald gesehen, ne? Und dann hier so ein Erlebnis. Also es handelt sich hier um eine ehemalige Zeche. Das habe ich jetzt schon herausgefunden. Mehr möchte ich aber nicht sagen. Allein Erwächsersache. Ich baue jetzt erstmal mein Lager auf. Ich habe nicht mehr ganz so lang. Ich habe nur noch knapp eine halbe Stunde Tageslicht. Dann wird es dunkel. Und dann soll alles stehen. Höchsten Punkte und hier ist die Möglichkeit ins Gebäude reinzugucken. Reinkommen tue ich hier nicht, weil stehen kann ich da nicht. Ich wechsle mal die Kamera. Ja, und da seht ihr, da steht ein Tisch, ein paar Treppen und das ist das Förderrad. Willkommen in meinem Kochstudio. Es gibt Käsespätzle mit geriebener Käse, ein Ei drüber geschlagen und einer Zwiebel und Paprika. Und ja, das bereite ich alles auf dem Trangia zu. Ich habe mir hier noch so eine Trangia-Disc geholt. Die soll ganz gut sein, habe ich selber noch nicht benutzt. Bin gespannt. Soll auch als Schneidkopf fungieren. Finde die Idee ziemlich cool. Ja, gehen wir los. Wir haben gesagt, wir fangen an. Wir fangen an. Als erstes setze ich die Nudeln auf, beziehungsweise die Spätzle. Dann habe ich nämlich gleichzeitig auch einen Müllbeutel. Malerische Kulisse, oder? Mit dem Turm. Klasse. Ah, ist doch gut. So. Das ist echt so auch mal so ein Overnighter der anderen Art. An so ein Lost Place auf dem Dach pennen und dann noch lecker kochen, mitten im Wald. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Aber definitiv ein Erlebnis.
Und schon so lecker. Ist ja auch gerne Paprika, einfach nur so. Mit Frischkäse auf dem Brot. Spätzle sind gekocht. Jetzt nochmal das Gemüse schon mal ein bisschen anbraten. Mit ein bisschen Käse. Leute, das riecht gut. Das sieht gut aus. Und ich freue mich auf die Nacht hier. Auch wenn das nicht so wirklich richtig Natur ist. Aber irgendwie ist es schon geil. Also das ist ein Abenteuer, da freue ich mich richtig drauf. Ne? Mein Lager ist auch relativ klein. Ich werde unter freiem Sternenhimmel schlafen. Schön gerade. Keine Schräge diesmal. Der Kocher wullert. Das wird jetzt mal ein bisschen Gewürz da drüber. Jawohl. Das sieht doch richtig gut aus. Jo, ihr Lieben. Mein Essen ist angerichtet. So. Ich habe hier so ein Euro-Besteck aus Kunststoff. Aber das ist so gut verarbeitet, dieses Besteck. Da könnte sich C2 Summit mal eine ganze Scheibe von abschneiden. Ich habe so einen Spork von denen gehabt. Den habe ich einmal böse angeguckt. Den ist der auseinandergebrochen. 1 Euro im Euro-Shop. Kunststoff, thermisch fest und viel, viel besser verarbeitet. So, ihr Lieben, ich würde jetzt noch essen. Es gibt kein Geschmacks-TV oder Geschmacks-YouTube, aber ich bin so zufrieden mit diesem Trangia-System. Ich habe mir hier richtig lecker was gekocht. Was will ich mehr? Leute, ich werde jetzt noch essen. Werde euch kein Voressen. Aber schauen wir mal. Ich halte mal hier fest. Das ist einfach nur ein Traum. Ein Traum an Essen. Und wenn ich gegessen habe, falle ich in der Koje. Ja, ihr Lieben, jetzt esse ich euch doch ein bisschen was vor, weil ich noch mit euch reden möchte. Und geht im Endeffekt, entschuldigt die Bildqualität, weil ist schon dunkel. Ich filme hier nur mit Rotlicht, weil alles andere wird meine Nacht sich total kaputt machen. Und so kann ich wenigstens noch hier was sehen, was um mich herum passiert. Ja, mein Essen schmeckt super. Worüber ich mit euch reden wollte, war noch das Thema gütig sein. Das schwebt mir schon seit Tagen im Kopf rum. Und habe ich mir gedacht, da reden wir jetzt mal drüber. Weil ich bin gerade so in der Stimmung. Hab gerade lecker Essen. Gleich schön schlafen, gütig sein. Ja, in der heutigen Zeit haben wir eine Ellbogengesellschaft und diese Ellbogengesellschaft an sich neigt dazu, eben halt Verfehlungen nicht mehr zu verzeihen oder weniger zu verzeihen. Und jeder, der draußen in der Welt unterwegs ist, oder viele, sagen wir es mal so, viele, die draußen in der Welt unterwegs sind, vergessen das ganz gerne, dass ein Mensch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Summe seiner Fehler ist. In meiner Jugend war es so, dass ich Verfehlungen nicht bestraft bekommen habe, sondern aufgezeigt bekommen habe, was daran scheiße ist. Ich habe geklaut. Ich habe
andere Dinge gemacht, die nicht gut sind. Und all das hat mir gezeigt, dass gewisse Dinge nicht im Leben nicht gehen. Und das habe ich über die Jahre nicht vergessen, dass ich auch mal an einem Punkt war, wo ich Scheiße gebaut habe. Und wenn Mist passiert bei anderen Menschen, habe ich das immer im Hinterstübchen, wo ich mal war. Und das sollte man sich immer bewahren. Dass solche Sachen in der heutigen Zeit, wenn jemand Fehler macht, auch mal toleriert werden. Egal welche Fehler, ob jetzt irgendwelche kriminellen Sachen oder eben halt Fehler im Alltag, irgendwas wird nicht richtig produziert, etc. Irgendeiner macht einen Computerfehler, solche Sachen. Sollte man nicht vergessen, ist ein wichtiger Punkt. Also, wenn ihr nächste Mal vielleicht an dem Punkt seid, wo ihr Richter sein könnt über jemanden, solltet ihr immer dran denken, wo ihr herkommt. So, das war jetzt aber wirklich. Jetzt werde ich noch weiter essen. Und dann werde ich gleich ins Bett fallen. Weil, Leute, ich bin geschafft. War ein anstrengender Tag. Aber ich freue mich, hier zu sein und euch mitgenommen zu haben. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Moin, ihr Lieben. Ich habe gut geschlafen. Frisur noch so ein bisschen matschig. War eine sehr, sehr ruhige Nacht. 7:30 haben wir. Das ist verdammt lang für mich. Bin um 8 Uhr ins Bett gegangen. Schlafdecke richten. Ja, ich fange jetzt an zusammenzupacken. Wird noch ein bisschen was zu essen machen. Und dann geht's heim. Ja. War eine sehr angenehme Nacht. Ich bin sehr erholt. Muss gleich natürlich den Biwaksack trocknen und so. Also das, was eben halt nach Natur immer so ansteht. Biwaksack, Schlafsack trocknen. Allerdings bin ich mittlerweile echt ein sehr, sehr... ich schwank immer, was das angeht. Ich bin ein sehr großer Fan davon mittlerweile. Muss man auch relativieren. Schwierige Sache, ich habe noch nicht den Kaffee drin. Man muss auf jeden Fall sagen, ich bevorzuge momentan den Biwaksack mit einem Tropenschlafsack als Inlay sehr, weil ich da weniger Klamotten zusammenpacken muss. Also man wird echt mit den Jahren so minimalistischer. Das kann ich wohl bestätigen, so als Gesamtpaket. Ich weiß ganz genau, was ich haben will und wann ich es haben will und wie. Das ist für mich dann der Punkt. Biwaksack. Leute, es ist gut frisch. Aber ich habe nicht gefroren. Und das ist geil. Das war eine richtig schöne Nacht. Weg vom Auto. Wow. Und hab hier so noch ein riesiges Lost Place gefunden. Mitten in nirgendwo hier. Aber wirklich mitten im Nirgendwo. Und man kommt rein, ne? Und ein Abenteuer bin ich ja nicht abgeneigt. Jetzt hier in einem originalen Bergwerk. Sieht von außen gar nicht so aus, aber das ist definitiv eine Kauer. Zerstörung macht mich wieder wütend. Thank you.
riesig, das Gelände. Riesig, Leute. Alter Belli. Also ich bin jetzt hier am alten Förderhaus. Da sind noch die Fundamente vom Förderturm. Und das war das Förderhaus hier. Mit dem Turm oben drauf, den haben sie abgetragen. Und dann ging es runter ins Bergwerk. Und hier wäre wahrscheinlich Maschinenhaus. Guck ich mal, ob ich da noch reinkomme. Ja, ist natürlich offen. Also war das auch nicht geplant, das Video. Ich glaube, da muss ich einen Zweiteiler rausmachen. Leute, Leute. Fördermaschine. Alter Förderstand. Hat auf jeden Fall gerne Bananen gegessen. Imposant. Das Gelände ist riesig. Da könnte ich jetzt noch Stunden rumlaufen. Fakt ist aber, ich keine Stunden mehr habe. Deswegen werde ich jetzt auch nicht mein Glück weiter strapazieren, sondern abhauen. Ja, Leute, danke dafür, dass ihr noch dabei wart. Ist auf jeden Fall mal was anderes gewesen. Habe ich mir so auch nicht vorgestellt, den Tag. Ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut.